Hallo liebe Mitglieder, ich hoffe euch geht's noch gut, ihr seid noch motiviert. Heute gibt's wieder ein kleines Workout von mir. Wir machen ein Ganzkörper-Workout, knackiges. Macht mit, so gut ihr könnt. Okay, dann legen wir los. Starten mit einem kleinen Warm-up. Hampelmänner. Lass den Atem fließen. Füße schön weit auf. Hände oben zusammen. Noch 4, 3, 2, 1. Wir laufen. Heben die Knie. Schieben die Ellenbogen schön zurück. Schön aufrecht. Also wir joggen, Blick in den Horizont. Vier, drei, zwei, eins. Wir machen Twists, Jumping Twists. Die Beine und die Arme gehen gleich, rotieren schön nach außen. Vier, drei, zwei, eins. Wir kommen an den Rand der Matte. Rollen uns jetzt langsam nach unten ab. Laufen vor in den Plank. Halten kurz. Laufen wieder zurück. Rollen uns hoch. Nochmal langsam runter. In den Plank. Kurz halten. Wieder hoch. Machen wir nochmal. Spannt den Körper gut an. Rollt euch langsam wieder auf. Ein letztes Mal. Und wir rollen wieder hoch. Laufen dann wieder ein bisschen. Gut, Hüftenseil. Nochmal laufen. Gut. Die Beine breit. Wir zippen von rechts nach links. Spannen den Po immer an. Rotieren ein bisschen raus. Nehmen die Hände mit. Boxen. Noch 4, 3, 2, 1. Hoch, rund, hoch, rund. Ein Bogen schön zurück. Und. Wir laufen wieder ein bisschen. Gehen nochmal schön hoch. Und nochmal Twist-Jumps. Achte darauf, dass der Körper komplett gut unter Spannung ist. Bauch ist fest, Schultern sind schön unten. 4, 3, 2, 1. Gut. Jetzt sind wir warm, haben uns aufgewärmt, das ist immer wichtig. Vorm Training, vor einer muskulären Belastung, dass die Körper, die Kerntemperatur ein bisschen erhöht ist, wir gut durchblutet sind. Genau. Lockert euch ein bisschen, trinkt auch gerne Schluck, wenn ihr mögt. Und dann geht's weiter. Wir gehen wieder runter in den Plank und rotieren nach außen. Strecken die Hand schön ab. Körper gut gespannt, Gesäß oben, Bauchnabel eingezogen und rotieren die Hand hoch. Mobilisation, Brustwirbelsäule,
Training für Schulter und Arme und vor allem Core-Training. Noch 4, 3, 2 und der letzte. Sehr gut. Atmet wieder kurz durch. Gönnt euch einen tiefen Atemzug. Den Puls ein bisschen runterkommen. Wir kommen zu Push-Ups. Weite Push-Ups, die Knie nehmen wir ein bisschen enger zusammen. Die Hände sind am Mattenrand. Die Fingerspitzen zeigen leicht nach innen, die Ellenbogen nach außen, Schultern sind runter. Bauchnabel eingezogen. Wir senken jetzt das Brustbein zur Matte und wieder hoch. Einatmen, ausatmen. Macht es lieber im Knie und gewährleistet somit, dass ihr einen größeren Bewegungsumfang habt. Also weiter runter. Kommt. Sehr gute Übung für den Trizeps. Brustmuskulatur hauptsächlich. Und die vordere Schulter. Noch 4. 3. 2. Der letzte. Sehr gut. Dreht euch kurz ein bisschen auf, zeigt den Blick zur Matte, streckt die Fingerspitzen ab. Wir kommen in den Vierfüßlerstand. Die Handgelenke, Handgelenk, Ellenbogen und Schultergelenk ist in einer Linie, genauso wie Kniegelenk und Hüftgelenk. Bauchnabel ziehen wir wieder rein, der Rücken ist gerade. Die Füße sind parallel zueinander, Zehenspitzen stellen wir auf. Wir öffnen, wir verlagern unser Gewicht jetzt auf das rechte Bein, das linke Bein spreizen wir ab, ziehen sie daher, kicken nach oben. Führen sie wieder zurück, spreizen sie wieder ab und kicken nach oben. Das ist eine Übung für die Po-Muskulatur. Aber auch der Beinwölbe ist mit involviert. Sehr gut. Streckt richtig schön ab. Bringt die Ferse richtig hoch. Der Rücken bleibt gerade, Bauchnabel bleibt dran. Schultern sind unten. Gut. Noch 4. 3. 2 und der letzte. Sehr gut. Wir wechseln das Bein. Verlagert euer Gewicht wieder aufs linke, diesmal aufs linke Bein. Wir spreizen das rechte ab und bringen es nach oben. Abspreizen und hoch. Achtet hier auch auf eine gerade Beckenausrichtung, korrigiert eure Haltung immer wieder selber. Lass den Atem fließen beim Abschreiben, ausatmen. Auch immer schön einziehen. Sehr gut. Noch 4. 3. 2. Und der letzte. Sehr gut. Wir machen jetzt noch ein paar kleine Kicks nach oben, halten, wieder erst mit links, ganz kleine Kicks nach oben, achtet darauf, dass der Rücken auch wieder gerade ist und ihr dürftet es jetzt richtig gut im Gesäß spüren. Vier, drei, zwei, wechseln. Korrigiert eure Haltung immer wieder. Richtet das Becken wieder aus, gerade. Den Atem fließen.
4, 3, 2, 1. Sehr gut. Wir locken ein bisschen unsere Handgelenke. Sind jetzt schon ein bisschen belastet. Mal einfach so den beachten. Oder den hier mal so ein bisschen auf in alle Bewegungsrichtungen. Wie es euch gut tut. Trinkt gern zwischendurch auch einen Schluck, wenn ihr mögt. Dann geht's weiter. Wir machen enge Push-Ups. Knie wieder mehr zusammen. Handflächen zueinander. Arme sind aber diesmal eng anliegend am Körper. Wir gehen runter und der Blick folgt, der Blick geht runter zur Matte. Ausatmen. Achtet auch hier wieder drauf, dass ihr Körpermitte schön einzieht. Bauchnabel ist drin. Spürt ihr jetzt richtig schön den Trizeps. Noch 4, 3, 2, der letzte. Sehr gut. Wir lösen. Kommen jetzt in die Bauchlage. Stellt die Füße ein bisschen weiter wie hüftbreit auf. Bringt das Schambein schön an die Matte. Wir machen jetzt was für den für die Rückenstreckmuskulatur. Supermänner nennt sich die Übung. Wir nehmen dazu die Hände ans Ohr. Die Beine steigen wir auf, heben das Brustbein ab von der Matte und gehen hoch und wieder runter. Ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen. Hoch und runter. Sehr gut. Ihr dürftet jetzt auch die Übung im Gesäß spüren. Es muss jetzt statisch auch Arbeit verrichten. Noch 4, 3, 2, wir halten und lösen. Legen den Kopf kurz ab, affirmativ ein und aus. Entschuldigung. Und dann geht's weiter. Wir stellen die Beine wieder auf, lösen wieder unser Brustbein. Die Hände sind vor dem Kopf. Wir ziehen sie zurück, winkeln die Ellenbogen an und lassen sie wieder vor. Kommt dabei hoch und vor. Ausatmen, einatmen. So haben wir jetzt die obere Rückenmuskulatur auch noch mit dabei. Bringen die Schulterblätter schön zusammen. Ausatmen. Noch 4, 3, 2, der letzte und löse. Lockert euch wieder ein bisschen aus. Lasst der Muskulatur nur kurz ein bisschen Zeit, sich zu erholen. Dann machen wir das Ganze nochmal statisch. Wir heben jetzt Hände und Füße gleichzeitig ab und halten. Okay, 3, 2, 1 und abheben und einfach nur halten. Der Blick geht zur Matte. Lass den Atem fließen. Geht. Noch 5, 4, 3, 2, 1, löst. Sehr gut. Okay. Wir kommen wieder hoch. Lock
ruhen uns wieder ein bisschen aus. Und machen ein paar Squats. Die Beine sind nach außen, Knie zeigen zu den Zehenspitzen. Wir gehen mit geradem Rücken runter und wieder hoch. Runter und hoch. Achtet darauf, dass der Rücken gerade bleibt, wenn ihr runtergeht, nicht im Hohlkreuz sein. Ich zeige es dir von der Seite. Spannt oben den Po noch schön an. Sehr gut. 4, 3, 2. Der letzte, wir kommen hoch. Wir kommen weiter, wir machen einen Ausfallschritt nach hinten, gehen runter, kommen wieder in die Grundsquat-Stellung, kreuzen das Bein wieder nach hinten und wieder hoch. Achtet darauf, dass der Fuß immer nach vorne ausgerichtet ist, der Oberkörper gerade, ist speziell für die äußere Po-Muskulatur. Sprunggelenk muss jetzt auch viel arbeiten. Macht es langsam und kontrolliert. Das Knie kommt dicht auf den Boden auf. Sehr gut. 4, 3, 2. Der letzte. Lösen. Gut. Wir machen das gleiche jetzt, einen Ausfallschritt nach hinten. Senken uns mit geradem Oberkörper gerade nach unten. Kommen wieder hoch, kicken den Fuß ab. Schön gerade runter. Trainiert jetzt auch gleichzeitig unseren Gleichgewichtssinn. Wir müssen jetzt die Stabilisatoren der Wirbelsäule, die Tiefmuskeln viel arbeiten. Achtet auch hier auf eine saubere Ausführung. Senkt das Knie nicht ganz zum Boden ab und bringt euch wieder ins Gleichgewicht. 4, 3, 2. Der letzte. Wir lockern und wechseln den Fuß. Schön ausrichten. Runter. Kick. Ihr macht jetzt auch schon eure Lieblingsseite. Bei mir war es die andere. Schön gerade runter. Korrigiert euch auch dann selbst im Spiegel, wenn ihr einen habt. Noch 4, 3, 2 und den letzten. Sehr gut. Okay, wir kommen wieder auf den Boden. Diesmal in die Rückenlage. Legen uns ab. Machen ein bisschen was für den Bauch. Machen ganz klassische Crunches. Dazu stellen wir die Füße schulterbreit auf. Der untere Rücken wichtig in Verbindung mit der Matte. Die Hände nehmen wir ans Ohr angewinkelt, nicht anliegend. Okay, jetzt heben wir den Schultergürtel ab und ziehen uns nach oben. Wieder runter, senken nicht ganz ab und wieder hoch. Ausatmen, einatmen. Drückt den unteren Rücken richtig schön in die Matte. Bauch spannen. Ausatmen. Nehmt den Kopf schön mit hoch in Verlängerung der Wirbelsäule. Sehr gut. Und spürt richtig schön die obere, gerade Bauchmuskulatur. Noch 4, 3, 2.
2. Der letzte, wir lösen. Atmen kurz einmal tief ein und aus. Nehmen den Schulterdrücken wieder an. Nehmen die Handflächen nach oben. Und ziehen die Füße ein bisschen weiter an. Und berühren jetzt mit den Fingerspitzen unsere Fersen im Wechsel. Rechts, links. Der Kopf ist mit oben. Auch unsere Nackenmuskulatur arbeiten. Und vor allem die seitliche Bauchmuskulatur. Sehr gut. Noch 4, 3, 2, 1 und lösen. Gut. Wir entlassen jetzt ein bisschen den Bauch, bleiben so. Und kommen jetzt zur Glutbridge, zum Hüftheben. Die Hände sind auf der Matte neben dem Körper. Wir heben jetzt das Gesäß nach oben, bis wir hier eine Linie bilden und senken es wieder ab. Lassen es aber nicht ganz auf, strecken es wieder nach oben. Oben schön den Po zusammenkneifen, dann runterkommen. Ausatmen, einatmen. Schöne Übung für die Gesäßmuskulatur, aber auch den Beinbizeps. Schön nach oben. Ausatmen. Sehr gut. Noch 4, 3, 2, 1. Senken auf. Nehmen die Füße jetzt enger zusammen. Hände wieder am Boden. Gehen jetzt wieder hoch. Öffnen hier oben. Schließen und runter. Hoch. Öffnen. Schließen. Runter. Ausatmen. Einatmen. Haben wir jetzt hier speziell nochmal die Abduktoren dabei, die äußere Gesäßmuskulatur. Bisschen anstrengender. Vier. Drei. Zwei. Der letzte. Und wir lösen. Wir können es gerne mal kurz rund machen, ein bisschen. Kurz mal die Beine anziehen. Den Rücken schön rund machen. Atmen. Gut. Okay, nächste Übung. Wir machen nochmal eine Glute Bridge. Die Beine stellen wir wieder hüftbreit auf. Hände am Boden, kommen wieder hoch mit dem Gesäß, strecken ein Bein nach oben ab und gehen wieder runter. Ausatmen hoch, streckt es so gerade wie möglich ab, wenn ihr könnt. Ausatmen, einatmen. Achtet auch wieder darauf, hier nicht in die Überstreckung zu gehen, bis Oberkörper und Schenkel wieder eine Linie bilden. Den Po unten nicht ganz absetzen. Haltung immer wieder korrigieren. Gut. Noch 4, das brennt jetzt. 3, sollte. 2, letzte, wir halten noch ein bisschen. 4, 3, 2, 1 und lösen. Wechseln das Bein. Zieht das Bein auch richtig schön ran. Wieder schön nach oben, gerade abstrecken und hoch. Ausatmen. Atmen. Sehr gut.
Korrigiert auch hier immer wieder die Ausrichtung vom Becken und die Haltung. Sehr gut. Noch 4, 3, 2, der letzte, wir halten. 4, 3, 2, 1 und löse. Gut. Wir atmen jetzt mal tief durch die Nase ein. Und mit der Ausatmung pressen wir unseren unteren Rücken schön gegen die Matte. Schön in den Bauch. Durch die Nase ein. Nochmal. Sehr gut. Okay. Wir machen jetzt einen Reverse Crunch. Das heißt, diesmal für die untere Bauchmuskulatur. Vorher haben wir den klassischen Crunch gemacht. Das ist, wenn Brustbein und Becken sich annähern. Jetzt machen wir den Reverse Crunch. Das ist, wenn Becken zum Brustbein kommt. Das heißt, wir trainieren die unteren Teile der Bauchmuskulatur. Wir heben die Beine an. Winkeln sie ein bisschen ab. Die Hände sind neben dem Körper ganz wichtig. Der untere Rücken liegt auf der Matte. Wir rollen jetzt die Hüfte leicht ein. Senken die Beine wieder ab, so weit wie ihr könnt. Rollen hoch, senken die Beine ab. Ausatmen. Wenn ihr mögt, könnt ihr die auch vorne antippen. Braucht es eine sehr gute Körperspannung. Ausatmen. Einatmen. Je weiter ihr die nach unten bringt, desto größer wird der Hebel, desto anstrengender wird es. Könnt aber auch einfach nur hier oben bleiben, wie es euch geht. 4, 3, 2 und der letzte, langsam absenken. Sehr gut. Gut, wir kommen hoch. Eine haben wir noch für den Bauch. Füße leicht angewinkelt. Stellen die Fersen auf, ziehen die Zehenspitzen an. Nehmen uns leicht zurück. Und machen Russian Twists für die seitliche Bauchmuskulatur. Drehen uns im Wechsel von rechts nach links. Je weiter ihr nach vorne kommt, desto einfacher ist es. Je näher die Beine angewinkelt sind, und je weiter ihr den Oberkörper zurücklehnt, desto anstrengender. Auch achtet hier wieder auf eine gute Bauchspannung. Sehr gute Übung zum Ausbrennen. Wir machen noch 4, 3, 2, den letzten. Nochmal 4, 3, 2 und gut. Wir legen uns wieder zurück. Wir haben es geschafft. Atmen nochmal tief ein und aus. Strecken uns ab. Dehnen uns richtig schön auf. Ziehen mit der rechten Hand die linke Hand mal schön zur Seite und auf die Flanke. Und mit der rechten Hand die linke Hand strecken uns richtig schön ab. Stellen die Füße auf, ziehen sie nochmal an und greifen mit den Händen um die Knie und kurbeln uns über die Wirbelsäule, über das Becken. Machen uns richtig schön rund, ziehen uns ran. Lösen dann wieder ein bisschen, ziehen wieder an. Strecken die Beine ab, ganz gerade, ziehen die Zehenspitzen an, vielleicht kommt der hoch,
Oder hier halten. Bringen dann die Sohlen zusammen. Gehen dann auch hier wieder unseren Hüftbeuger schön auf. Spürt die Dehnung in der Schenkelinnenseite. Immer so circa 20-30 Sekunden in der Dehnposition bleiben. Und wenn es weh tut, dann zieht noch ein bisschen nach. Stellen die Füße wieder auf. Unteren Rücken schön auf der Matte. Kreuzen das linke über das rechte Bein und ziehen dann hier mal schön an. Jetzt dürftet ihr richtig gut die Dehnung hier in der linken Gesäßmuskulatur spüren. Und dann zieht ihr noch ein bisschen mehr ran. Wechseln, rechtes Bein auf linkes Bein, schön anziehen. Gut, und lösen. Wir kommen entweder über die Seite oder mit Schwung nach oben in den Schneidersitz. Dehne noch den Trizeps auf, dazu nehmt ihr die rechte Hand nach hinten, die linke zieht die rechte nach unten. Die Fingerspitzen wollen das Schulterblatt berühren. Dehnt euch gern zur Seite auch noch ein bisschen mit auf. Den Atem fließen. Wir wechseln. Dehnt die Brustmuskulatur noch ein bisschen auf, dazu nehmt ihr die Hände nach hinten, die Daumen zeigen nach hinten, Brustbein nach oben, Blick nach oben, Schultern schön runter. Sehr gut, nehmen wir noch einen tiefen Atemzug. Haben wir es geschafft für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bleibt gesund. Wir wünschen euch noch eine gute Zeit und bis bald.